He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun, boy. When you see him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun. Wenn du Geld hast, kannst du einen Teller Bohnen mit Speck haben. Lass die Pfanne da.
wie dich habe ich noch keinen fressen sehen. Wer so ausgehungert ist, muss doch durch die Wüste gekommen sein. Ja, und wer das Risiko auf sich nimmt, die Wüste zu durchqueren, hat bestimmt was auf dem Gewissen. Ja. Du hast Schwein gehabt. Von dir gibt's keinen Steckbrief. Auch keine Geschichten, Amigo. Versuch noch einen halben Tag am Leben zu bleiben, denn als Toter bist du keinen Cent mehr wert. Bis morgen hält er noch durch. Los, komm mit. Was soll das? Steh auf, wir gehen. Hör mal zu, du Dreckschwein. Ich habe zwar viel Sinn für Humor, aber das geht entschieden zu weit. Sag mir wenigstens, wie du heißt, damit ich dir ein Kreuz mit deinem Namen aufs Grab stellen kann. Man nennt mich den müden Joe. Der müde Joe? Die rechte Hand des Teufels. Also los, komm. Was bin ich schuldig? Gar nichts. Gar nichts. Es ist uns eine Ehre gewesen. Danke. Aber die Bohnen hätten ein bisschen weicher sein können. Hey, Joe. Man sagt, keiner ist mit dem Schießeisen schneller als du. Stimmt das? Ja. Sagt man das? Also, was hast du ausgefressen? Meine Frau war am Fluss und wollte Wäsche waschen. Plötzlich kam ein Gringo und fiel über sie her. Ich lief zu ihr, um ihr zu helfen. Ich hatte ein Messer. Er hat mich mit weit aufgerissenen Augen angesehen und war tot. Vielleicht ist er beim Fallen mit dem Kopf auf einen Stein geschlagen. Ich habe ihn nur einmal mit meinem Messer getroffen. Hast du Zeugen dafür? Nein, Senor. Ja, vielleicht war doch einer da. Denk nach. Nein, Senor, das war niemand in der Nähe. Los, streng dein Köpfchen an. Ja, Senor. Also die Sache war so. Meine Frau war am Fluss Wäsche. Thank you.
Sheriff! Sheriff! Wenn du willst, dass die Sonne weiter auf deinen Blechstern scheint, ist es besser, wenn du unseren Freund laufen lässt. Ich persönlich habe nichts dagegen, dass jemand mit einer Frau ins Bett geht. Aber wenn die Dame nicht einverstanden ist und sich zur Wehr setzt, dann ist das Vergewaltigung. Und darum muss sich der Richter kümmern. Aber der Richter kann in diesem Fall nicht objektiv sein. Das Luder war nämlich seine Frau. Sie hätte ohne weiteres stillgehalten, wenn der Alte nicht dazugekommen wäre. Da fing sie plötzlich an, Theater zu machen. Hört zu, Jungs. Euer Freund hat den Fehler gemacht, sich die falsche Henne auszusuchen. So leid es mir tut, Gesetz ist Gesetz und das wird respektiert, ob es euch passt oder nicht. Ihr habt eine Minute Zeit, euch zu verziehen. Zum allerletzten Mal, Sheriff. Lass unseren Freund frei. Jungs, ich habe das Gefühl, dass wir bald einen neuen Sheriff wählen müssen. Meinst du mich? Na klar, frag nicht so dämlich. Ja, er meint Sie, Senior. Schnall ab. Und jetzt bist du an der Reihe, Sheriff. Wenn Sie es wirklich probieren, macht er Sie kalt. Was habe ich dir gesagt? Madre de Dios, wer ist der Hombre, Señor? Die linke Hand des Teufels. Bester Kerl. Ach, das ist eine lange Geschichte. Auch sein Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Aber du kennst das ja. Die Mexikaner sind immer die Dummen. Was hat er auf dem Kerbholz? Nichts. Es war Notwehr. Ich bin Zeuge gewesen. Nein, Senor, er war nicht dabei. Schreib einen Entlassungsschein und schick ihn nach Hause. Meine Frau war am Fluss und wollte Wäsche waschen. Plötzlich kam ein Gringo und fiel über sie her. Halt da habe ich. So. Von der Wetter, das sieht böse aus, aber zum Glück scheint es nur ein Steckschuss zu sein. Komm her, hilf mir. Da, trink. Ja, Senor. Noch ein Schluck? Noch ein? Wie geht's unserer Mutter? Wie üblich, sie hat immer ein kleines Wehwehchen.
Wo zum Teufel steckt sie denn? In New Orleans, sie leitet dort einen Puff. Ich habe von der verdammten Kugel gesprochen. Ah, da ist sie ja. Drück mal die Wunde zu. So. Ihr Gringos seid alle miteinander Bastarde. Ihr wollt unsere Frauen haben und wenn einer von uns mit dem Messer dazwischen geht, dann lauft es uns sehr gut mit mir. Morgen kann er wieder zurück zu seiner Waschfrau. Du ziehst immer noch genauso schnell wie früher. Ich danke dir übrigens für deine brüderliche Hilfe. Oh. Es waren nur drei. Aber bald werden noch mehr von der Sorte aufkreuzen. Ich rate dir, Brüderchen, mach, dass du von hier wegkommst. Ich hab so im Urin, als ob sie in ein paar Tagen in diesem Drecknest verdammt ungemütlich wird. Ich bin ein friedlicher Mensch. Dafür bist du allerdings bekannt. Man könnte meinen, man käme in eine Schnapsbrennerei. Wer ist denn das? Mein Bruder. Er ist auf der Durchreise. Er reite morgen weiter. Der hat genauso gestunken wie du, als er hier ankam. Wir haben drei Stück Seife gebraucht, um festzustellen, was für eine Hautfarbe er hat. Wenn du willst, dass ich dir die Hand gebe, junger Mann, dann musst du erst mein Bad nehmen. Ich habe keine Lust, mir die Kretze zu holen. Wie kann man nur so tief sinken? Ach, da war einer hinter mir her. Wohl der Besitzer des Sterns. Mhm. Ja. Zwei Tage nach meiner Flucht aus dem Gefängnis von Yuma merkte ich, dass mir jemand folgte. Er wollte gar nichts von mir. Er ritt nur zufällig denselben Weg. Das wusste ich damals aber noch nicht. Deshalb schoss ich ihn über den Haufen. Aus seinen Papieren sah ich, dass er der neue Sheriff dieses Ortes war. Seinen Vorgänger hatten sie umgelegt. Ich nahm seinen Stern und was er sonst noch bei sich hatte an mich und habe mich hier an seiner Stelle gemeldet. Jetzt warte ich hier auf zwei alte Freunde von mir, Frankie und Timmy. Wir reiten nach Kalifornien, aber vorher wollen wir noch ein Ding drehen. Und wie es der Teufel will, musst du ausgerechnet in diesem Augenblick auftauchen. Ich weiß jetzt schon, dass du uns wieder die ganze Tour vermasselst. Übrigens, Sheriff, drüben im Saloon hat es einen ziemlichen Stunk gegeben. Die Männer des Majors haben zwei von den Siedlern aus dem Tal verprügelt. Ich fürchte, die armen Kerle können von jetzt ab nur noch Pudding essen, denn ihre Zähne haben sie auf dem Fußboden liegen lassen. Waren sie bewaffnet? Nein. Diese seltsamen Vögel tragen doch keine Waffen, das weißt du doch. So, mein Junge, komm, jetzt wird gebadet, damit man endlich dein Gesicht sieht. Du wäschst dich, schläfst und morgen reitest du weiter. Darüber reden wir noch. Nein, du verschwindest, verstanden? Der Pecos das letzte Mal Hochwasser hatte, habe ich nicht mehr so viel Dreck gesehen. Ah, das ist das letzte Stück Seife. Hm, dabei scheint der Ort ja auch nicht sehr sauber zu sein. Bevor die Siedler nicht endlich von hier wegziehen, wird der Major keine Ruhe geben. Wo es nur geht, macht er ihnen Schwierigkeiten, aber die sind hart im Nehmen. Wenn man die ins Gesicht schlägt, dann geben sie keinen Mucks von sich. Warum wehren sie sich nicht? Das ist gegen ihre Prinzipien. Es sind ruhige, friedliebende Leute. Alles, was sie tun, ist,
arbeiten, beten, beten und arbeiten. Und mein Bruder, wie kommt der hier zurecht? Soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie einen Sheriff gesehen, der so viel Pech hat. Immer wenn hier was passiert, ist er gerade nicht da. Es ist wie verhext. Ja, mein Bruder ist schon immer ein Pechvogel gewesen. Das übliche Abendkonzert. Also mach's gut, mein Junge. Wird Zeit für mich, in die Falle zu kriechen. Wenn ich aufstehe, dann bist du wahrscheinlich schon nicht mehr da. Viel Glück. Hören Sie, Major. Ich habe die Nase von den ewigen Schlenkereien allmählich voll. Wenn Ihre Leute die Siedler noch einmal belästigen, werde ich sie zur Rechenschaft ziehen. Das ist Ihr gutes Recht, Sheriff. Ja, versuchen Sie es doch mal, Sheriff. Sie dürfen das nicht so tragisch nehmen. Meine Jungs sind anständige Kerle, die ganze Woche hart arbeiten. Haben Sie ein bisschen Verständnis. Heute war Zahltag, da haben Sie ein bisschen über den Durst getrunken. Glauben Sie mir, die Siedler haben angefangen. Meine Leute können doch schließlich nicht kneifen. Es hat eine kleine Rempelei gegeben, weiter nichts. Ich möchte Sie herzlich bitten, Sheriff, lassen Sie mich und meine Leute in Ruhe. Ich mache Sie darauf aufmerksam, Major. Dies ist die letzte Warnung für Sie und Ihre Hühnerdiebe. Was haben Sie da gesagt? Hühnerdiebe. Ach so. Offen gestanden, die Art, wie Sie Ihren Beruf auffassen, gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Kommt mal alle her. Hast du nicht gehört, was ist los mit dir, Jeff? Der Sheriff fängt an, allmählich unbequem zu werden. Er will einfach nicht begreifen, dass ich von uns beiden der Stärkere bin. Aber das wird er bald merken. Die Siedler haben Tag und Nacht geschuftet, aber der Major pfeift darauf. Er will das Tal unbedingt für sich haben und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Was geht dich das an? Du bist doch gar kein richtiger Sheriff. Sicher, da hast du recht. Aber wenn es jetzt im Blutvergießen kommt, besteht die Gefahr, dass die Ranger eingreifen. Und dann bleibt mir nichts übrig, als zu verduften, bevor meine Freunde da sind. Außerdem wäre es sehr ungünstig, wenn der Major die Siedler aus dem Tal vertreibt. Warum? Weil er ein paar Meilen hinter der mexikanischen Grenze eine der prachtvollsten Herden von Zuchtgeulen stehen hat, die mir je begegnet ist. Und keins der Pferde trägt ein Brandzeichen. Wenn der Major es wirklich fertig bringt, die Siedler aus dem Tal zu jagen, treibt er die Tiere hierher und dann dürfte es schwer sein, sie ihm abzunehmen. Ich wüsste einen Weg. So, wie denn? Hilf doch den Siedlern. Ach, allein schaffe ich das nicht. Glaubst du vielleicht, ich hätte irgendwo einen Menschen gefunden, der bereit wäre, mir zu helfen? Alle haben die Hosen gestrichen voll. Nicht einer hatte den Mut zu... Ja. Oh, nein. Oh, doch, doch. Nein. $1 pro Tag. Nein. Und die Munition. Verpflegung und freie Station. Glaub mir, der alte Jonathan kocht prima. Na? Nein. Dann geh deinen faulen Arsch aus dem Sessel und hau ab. Thank you.
Donnerwetter. Sehen Sie sich mal an, wie weit die schon gekommen sind. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, Major. Wir werden in die Suppe schon versalzen. Ich glaube kaum, dass diese Hütten einen richtigen Sturm aushalten. Ich schlage vor, wir machen den guten Leuten da unten einen freundschaftlichen Besuch. Herzlich willkommen, Major. Ist das Ihr Ernst? Sicher, wir würden niemals lügen. Ihr sagt nur nicht die Wahrheit. Wenn ein Wunder geschehe und ich plötzlich vor euren Augen verschwinden würde, ich glaube kaum, dass es euch sehr leid täte. Major, wir haben nur einen Wunsch. In Frieden zu leben und in gottgefälliger Armut. Also nichts kann ich weniger vertragen als Heuchelei. Ihr seid mit ein paar klapprigen Wagen hierher gekommen und habt nichts besessen als eure Hoffnung. Und viel Glauben, Major. Ihr lasst euch hier nieder und es dauert nicht lange, da treffen mehr und mehr von eurer Sorte ein. Nach einigen Wochen seid ihr bereits eine stattliche Gemeinde. Ihr baut ein Haus, in dem ein ganzes Heer lagern könnte. Und überall im Tal grast euer Vieh. Ihre Armut, die Sie vorhin erwähnten, ist nicht nur gottgefällig, sondern auch überaus lukrativ, finde ich. Es waren wilde Rinder, eine Gabe des Herrn. Ihr habt jedenfalls keine Zeit verloren, sie mit euren Brandzeichen zu versehen. Und während sich meine Pferde die Beine brechen, weil sie zwischen Felsen weiden müssen, wird euer Vieh immer fetter und vermehrt sich wie seine Besitzer. Wir sind mit einem bescheidenen Stück Erde zufrieden, auf dem wir säen können. Aber dieses bescheidene Stück umfasst mehr als 20.000 Hektar, mein Freund. Wir benötigen davon nur einen kleinen Teil. Es ist Land für alle da. Sie können Ihre Pferde ruhig hierher treiben. Sie stören uns nicht im Geringsten. Sehr gut. Aber ihr stört meine Pferde. Daher gebe ich euch den guten Rat, möglichst rasch eure Sachen zusammenzupacken und mit eurem Glauben und euren Kühen dieses Tal wieder zu verlassen. Wir haben einen Weg von 2000 Meilen hinter uns. Dann fahrt nochmal 2000. Wir haben kleine Kinder bei uns. Ich kann kleine Kinder nicht leiden. Major, ich habe versucht, an Ihr Gefühl zu appellieren. Aber jetzt sehe ich mich gezwungen, Sie darauf hinzuweisen, dass wir vor Ihnen in dieses Tal gekommen sind. Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, ist es der heilige Paulus gewesen, der gesagt hat, verzaget nicht, die Letzten werden die Ersten sein. Warum sollte ich mich also beeilen? Zynismus ist eine Sünde. Aber praktisch. Ich hoffe, der Himmel verzeiht Ihnen. Vielen Dank, das hoffe ich auch, aber offen gestanden, ich rechne nicht damit. Halt, was soll das? Warum tut ihr das, bitte? Nicht doch. Was habt ihr euch getan? Was soll denn? Das ist nur eine Warnung, verehrter Freund. Entweder ihr verlasst dieses Tal, oder es wird zu eurem Grab. Ihr könnt es euch aussuchen. An die Arbeit, Brüder, an die Arbeit! Was ist denn das? Das ist Mezcal mit seinen Halsabschneidern. Er kommt ab und zu aus Mexiko rüber und schikaniert die Leute. Das wollen wir uns mal ansehen. Willkommen, Brüder. Danke, Bruder. Lacht nicht so dreckig, ihr verlausten, hungrigen Hunde! Wollt ihr nicht auf den freundlichen Gruß von Bruder Tobias antworten? Yes, Bruder! Danke für den Willkommensgruß! Wo sind denn die Schwestern? Freust du dich, uns zu sehen? Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben uns lange nicht gesehen, Hombre. Seht mal, Sie haben sogar schon eine heiße Suppe für uns gekocht. So was nenne ich Freundschaft. Da wollen wir mal probieren. Schmeckst du?
Die schmeckt nach gar nichts. Das ist ja das einzige Spülwasser. Gut genug. Du musst wissen, dass wir niemals Salz benutzen. Das hast du nur gemacht, damit du uns nichts abgeben musst, du verdammter Geizhals. Nein, das ist nun mal bitte bei uns ohne Salz. Maul halten! Du auch! Das nächste Mal will ich einen saftigen Braten vorfinden und Wein, viel Wein, verstanden? Vamos! Wie würde mein frommer Freund Tobias sagen? Die Wege des Herrn sind sonderbar. Das ist ja den Sheriff. Mhm. Übrigens, wo steckt er denn? Er ist weggeritten. Mhm. Wolltest du nicht heute weiterreiten? Ja, ja, später. Ich hab's nicht eilig. Wollen wir wetten, dass was passiert, nachdem der Sheriff wieder mal nicht da ist? Hey, ich hab dich was gefragt. Kannst du nicht hören? Du sollst abhauen. Ich will doch nur was einkaufen. Ach, halt's Maul und fähr dich raus, du Würstchen. Joel, toll. Auch für euch wird der Tag des Gerichts kommen. Von mir aus. Aber bis dahin steckt ihr eure Rotznasen nicht mehr hier rein, verstanden? Und jetzt macht, dass ihr wegkommt, aber ein bisschen plötzlich. Hör mal, Dandy. Es ist besser, du kümmerst dich um deinen eigenen Dreck. Warum? Frag den Major. Ja, gute Idee. Major Harry, mir macht uns überall Schwierigkeiten. Wir dürfen nicht mal mehr in seinem Laden einkaufen. So, wartet hier. Was willst du? Gib ihm, was er haben will. Soll das ein Scherz sein? Nein. Bring die Waren zum Wagen und beeil dich. Aber gar nicht recht sein. Was hast du da eben vom Major gesagt? Komm her.
Nein, der Bube gehört hier nicht her. Ich finde, der Major gehört hier nicht her. Hören Sie zu, Major. Ich möchte Ihnen empfehlen, dass die Rüpel, die Sie um sich versammelt haben, die Siedler von jetzt an ein für alle Mal in Ruhe lassen. Wenn Sie es nicht tun, dann sehe ich mich als Hilfssheriff leider gezwungen, euch alle zum Teufel zu schicken. Ein Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen, ein Toter und das alles in 2 Stunden. 2 Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genügt. Wieso? Ich sollte dir doch helfen. Aber doch nicht so, du verdammter Idiot! Wenn du die beiden Mädchen gesehen hättest. Sie sahen aus wie 2 scheue Rehe. 2 scheue Rehe? Hör dir das an. Verdammt, wenn einer wie du romantisch wird, kommt mir der Kaffee hoch. Halt, wo willst du hin? Zu den Rehen. Nein, du kommst mit mir. Wohin? Nach Haus, da packst du deine Sachen und verschwindest. Gott sei Dank, Sheriff. Das war ein ruhiger Ort, bevor du hier aufgetaucht bist. Zwar der Arsch der Welt, aber ruhig. Wem sagst du das? Sheriff, was wird eigentlich mit dem Gefangenen? Entweder hängen wir ihn oder wir schmeißen ihn raus. Ich habe keine Lust, hier länger das Zimmermädchen zu spielen. Gut, von mir aus schmeiß ihn raus, du faules Schwein. Kleiner, wie kann man sich wegen so einer Bagatelle so aufregen? Nicht kleiner, verstanden? Wie soll ich dich denn sonst anreden? Am besten überhaupt nicht. Mach, dass du wegkommst. Sei doch nicht so kindisch. Mit welchem Recht jagst du mich hier weg? Mit dem Recht, dass mir das Gesetz gibt. Hör doch auf mit dem Gesetz. Da lachen doch die Hühner, wenn du sowas sagst. Hm? Was soll diese niederträchtige Bemerkung? Brüderchen, vielleicht hast du vergessen, dass du gar kein Sheriff bist, sondern ein Pferdedieb und noch dazu ein ziemlich erfolgloser. Hallo, Sheriff. Sprich doch leise. Also? Lass mich hierbleiben. Mit dem Stern auf der Brust. Ich kriege täglich einen Dollar und freie Station. Das kommt mir aber verdammt vor wie Erpressung. Ja, ist es auch. Gut, aber ich warne dich, du Blutsauger. Wenn du wieder was falsch machst, kaufst du dir am besten gleich einen Sarg. Die Schlafstelle des Hilfssheriffs ist im Büro. Na, wieder irgendwo stunk machen. Unsinn, ich bin ein friedliebender Mensch. Wo willst du denn hin? In den Saloon. Der Mensch braucht dort im Schlafen gehen Whisky. Ja, da hast du allerdings recht. Komm mit, ich gebe einen aus. Nur einen? Bei der nächsten Gelegenheit mache ich ihn ein für alle Mal fertig, diesen Sohn einer alten Hure. Vorsicht, bei dem kannst du leicht gegen einen heißen Ofen laufen. Dein Freund ist zwar ein Rindvieh, aber er hat recht. Versuch's lieber nicht. Gehen wir wieder. Es ist bestimmt besser. Thank you.
Sowas schätzen wir hier nicht. Wie hast du meine liebe Mutter genannt? Dir juckt wohl das Fell, hä? Ich hab dich was gefragt. Ich will wissen, wie du meine Mutter genannt hast. Hast du doch gehört. Nur keine Angst. Na los, sag's nochmal. Angst vor einem wie dir? Wir? Aufwachen, mach auf, Sheriff! Du sollst aufmachen! Ich bin's, Jonathan! Du musst sofort in den Saloon kommen! Zum Donnerwetter, was ist denn los? Es handelt sich um deinen Bruder! Hm? Haben sie ihn umgelegt? Noch nicht, aber wenn du dich beeilst, machen sie einen Sieb aus ihm! Wir sind hier zu sieben, du Angeber, aber in deinem Revolver hast du nur 6 Schuss. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe. Wenn du vorher zahlst, bin ich bereit, mit dir zu wetten, dass du als Erster umfällst. Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausgedrückt habe. Was ist hier los? Sie haben sich strafbar gemacht. Nein. Doch. Der eine, der hat gesagt, ich wäre der Sohn einer alten Hure. Das ist schlimm. Tja, wie wollen wir das erledigen, Jungs? Wenn ihr zwei euch nicht hinter eurem Blechstern verkriechen würdet, dann könnten wir es erledigen, wie es unter Männern üblich ist. Was meinst du, Kleiner? So viele sind's ja nicht. Jonathan? Ja? Du nimmst die Waffen und bringst sie weg. Mach die Tür hinter dir zu. Abschießen! Schaffst du sie allein? Fass ein bisschen mit zu, ich bin noch nicht richtig da. Ich weiß nicht, ob deine Idee so gut war. Kann ich jetzt wieder schlafen gehen oder hast du heute Nacht noch was am Programm? Was sollte ich machen? Schließlich hat er unsere Mutter eine alte Hure genannt. Aber das ist doch die Wahrheit. So alt ist sie nur auch wieder nicht. Der Mensch muss doch ein Ziel haben im Leben. Tu doch endlich was. Stiehl Pferde, überfall eine Postkutsche. Wie wär's, wenn du wieder zu spielen anfängst? Du warst doch mal ein ganz passabler Fallspieler. Aber tu endlich was. Eine wunderbare Gegend. Das ist wie das Paradies auf Erden. Was sind denn das für Leute? Das sind die Siedler. Sag mal, die tragen ja keine Waffen. Ja, soviel ich weiß, gehört das zu ihrer Religion. Sie haben was gegen Gewalt. Aber warum, weiß ich auch nicht.
Wie kommen Sie denn dann mit dem Major aus? Sie versuchen es mit Beten und ernten gebrochene Knochen. Gott zum Gruß, Brüder! Hallo! Woher weiß der denn, dass wir Brüder sind? Verstehe ich auch nicht. Euch schickt der Herr zu uns! Nein, wir kommen zufällig vorbei. Was ist? Warum kommt ihr nicht näher, Brüder? Willkommen, Brüder. Willkommen. Steigt ab und ruht euch aus. Freue mich, Sie kennenzulernen. Wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, dass Sie unseren Schwestern Sarah und Judith so geholfen haben. Der Teufel hat seine Hand nach Ihnen ausgestreckt. Aber der Herr sandte seinen Erzengel und Satanas wurde besiegt. So ungefähr kann man es auch ausdrücken. Ich finde es wunderschön hier. Das reinste Paradies. Ja, das ist es. Und deshalb werden wir niemals zulassen, dass der Mitchell uns vertreibt. Das kann ich verstehen. Dürfen wir euch einladen, unser bescheidenes Mahl mit uns zu teilen? Ja, gut, teilen wir. Kommt. Die Revolver, Brüder. Was? Verzeiht, aber man setzt sich nicht bewaffnet an den Tisch des Herrn. Ja. Na schön. Aber leg sie nicht so weit weg. Lasset uns beten. O Herr, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für die Gaben, die du uns in deiner unendlichen Güte beschert hast. O Herr, beschütze und segne alle unsere Brüder, die in dieser Stunde nicht bei uns sind. Amen. 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 So. Frauen und Kinder sollen sich in den Wagen verstecken. Ihr müsst ihre schlechten Manieren entschuldigen. Aber sie sind wie Kinder und wissen nicht, was sie tun. Hermano, Tobias, querido. Wir kamen zufällig hier vorbei, da habe ich zu meinen Leuten gesagt, warum statten wir meinem lieben alten Freund Tobias nicht einen kleinen Besuch ab, stimmt's? Ja. Nein, 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 keine Angst, amigo. Ich denke nicht daran, schon wieder deine Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Wie du willst, Bruder. Aber du weißt ja, mein Tisch ist auch der deinige. Wirklich? Dann möchte ich dich nicht enttäuschen. Oh. Du Hund! Warum hast du mich nicht daran erinnert, den Revolvergürtel abzulegen? Du weißt doch, dass Hermano Tobias keine Waffen an seinem Tisch haben will. Hm?
er nichts weg. Schneid dich nicht in die Wo ist der Wein? Da. Das ist ja Wasser. Wo ist der Wein? Wir sind Abstinenzler, Bruder. Wo ist der Wein? Wo ist der Wein? Hijos de puta! Stellt euch in einer Reihe auf! Los! Stellt sie in einer Reihe auf, diese Krähen! Stimme nicht im Weg! Wo ist der Wein? Na schön. Wenn kein Wein da ist, wie wär's, wenn wir uns deine Frau teilen? Einen Moment, Bruder, hör mich an. Ruhe! Was erlaubst du dir, du verlauster Affe? Das sind meine Brüder. Und meine Brüder schlage nur ich. Bleib hier. Merk dir das gefälligst. Das ist ja ein neues Gesicht. Die habe ich noch nie eine runtergehauen. Hat er dir wehgetan? Weg! Schlag ihn! Wollen wir nicht lieber gehen, Chef? Ja, ja. Bruder, ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass diese beiden Herren einer anderen Konfession angehören. Sie halten sich streng an das Bibelwort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich bitte dich, ihnen zu verzeihen und ein andermal wiederzukommen. Das wird wohl besser sein. Das werde ich euch nicht vergessen. Das glaube ich ihm gern. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie man mit solchen Banditen umgehen muss. Wenn sie das nächste Mal herkommen, empfangt sie mit einem Bleihagel. Der Herr gibt das Leben und der Herr nimmt es. Unsere Waffen sind der Glaube und die Liebe. Ja, du hast recht, Bruder Tobias. Nur die Liebe kann das Böse besiegen. Die Heilige Schrift sagt, in meinem Leib findest du die Wärme, die dir das Blut erhitzt. An meiner Brust trinkst du den Nektar, der deinen Durst stillen wird. Und von meinen Lippen hörst du nur Worte, die dich dem Himmel näher bringen. Das hat Ezechiel gesagt. Hübsch hat er das gesagt. Eure Waffen, Brüder. Wenn ihr mich braucht... Uns. Wenn ihr uns braucht, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Na los, mach schon. Thank you.
Gott sei mit euch. Guten Abend, Jonathan. Abend, Abend. Morgen reitet er weiter, er ist nur auf der Durchreise. Ja, ein Dreck ist der. Den werden wir nicht mehr los. Aber vielleicht haben wir Glück. Und irgendjemand erlöst uns von ihm. Man kann nie wissen. Man soll sein Handwerkszeug immer sauber halten. Der Mexikaner ist schon wieder voll, er kann sich kaum auf den Beinen halten. Was, der ist nur ein bisschen angesäuselt. Und er hat sich plötzlich so schwach gefühlt, da habe ich ihm Schlubiski gegeben. Bis zum Hals vollgekippt hast du ihn. Ich hab's ja gewusst. Du hast immer auf die Kleinen abgesehen. Esst nur. Esst nur tüchtig. Vielleicht habt ihr nie wieder Gelegenheit dazu. Warum nicht? Ich habe da zwei neue Gesichter im Ort gesehen. Und wenn ihr mich fragt, die versprechen nichts Gutes. Wo willst du hin? Nur die beiden umlegen. Ich denke, du bist so ein friedliebender Mensch. Leute mit so komischen Gesichtern mag ich nicht. Setz dich gefälligst wieder auf deinen Hintern und iss weiter. Was wäre aus der Menschheit geworden ohne das Pferd? Der mächtige Cäsar, Alexander der Große, die spanischen Konquistadoren. Sie hätten ohne das Pferd nie ihre Erfolge gehabt. Die neue Welt wäre nie erobert worden, wenn die Spanier nicht ihre edlen Pferde gehabt hätten. Deshalb sehe ich es als meine Ehrenpflicht an, meinen Zuchtpferden die schönste und größte Weide zu verschaffen, die es gibt, damit sie sich in Ruhe vermehren können. Merkt euch, ich muss das Tal unter allen Umständen haben. Und wenn ihr die Siedler dazu bringt, von ihr wegzuziehen, dann bekommt ihr von mir so viel Geld, dass ihr euch zur Ruhe setzen könnt. Morgen gehört das Tal Ihnen, Major. Gut. Aber zuerst müsst ihr den Sheriff und seinen Gehilfen erledigen. Ihr Eifer geht mir allmählich auf die Nerven. Wählen Sie schon einen neuen Sheriff. Und einen Hilfs-Sheriff auch. Gut, vielen Dank. Mögt ihr einen Schluck Sherry? Hm? Ein Wein. Ein sehr guter. Niemals während der Arbeit. Danke, Major. Sehr gewissenhaft von Ihnen. Ich schätze sowas sehr. Noch ein guter Rat. Achtet auf den Hilfs-Sheriff. Er zieht verdammt schnell. Hast du gehört, Mortimer? Der Major sagt, dass der Hilfs-Sheriff sehr schnell ist. Willst du weggehen? Ja, ich sehe mich mal ein bisschen um. Der Tag hat so friedlich angefangen. Tu dein Möglichstes, dass er auch so endet. Thank you.
Das ist der schnelle Hilfs-Sheriff Mortimer. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wenn irgendein Artikel Sie besonders interessiert. Ja, ich möchte gern Unterhosen sehen. Du hast natürlich mit dieser Sache nichts zu tun gehabt, oder? Sheriff, dies war ein ruhiger und friedlicher Ort, bevor dieser Verrückte hier aufgetaucht ist. Ungestraft ballert er hier in der Gegend rum, nur weil sie ihm diesen Stern verpasst haben. Im Namen der gesamten Bürgerschaft verlange ich, dass sie beide von ihrem Posten zurücktreten. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, mich bei meinem persönlichen Freund, dem Gouverneur, zu beschweren. Gut. Eine Unverschämtheit. Wollen wir nicht endlich Schluss machen? Ich verfluche den Tag, an dem du zur Welt gekommen bist. Du bist schlimmer als gelbes Fieber in einer Kolonie von Leprakranken. Also, was machen wir jetzt mit dem Mexikaner? Schmeiß ihn raus. Aber er kann sich nicht davon beenden halten. Ja, schön, dann gib ihm 2 Schluck Whisky. Warte, bis er eingeschlafen ist. Ist was nicht in Ordnung? Ach, nicht so wichtig. Auf meinen Kopf ist eine neue Belohnung ausgesetzt. Der Sheriff, dem ich den Stern abgenommen habe, war gar nicht tot. Ich habe ihn nur ein bisschen angekratzt. Jetzt sucht er mich überall. Jetzt will er, dass ich ihm dabei behilflich bin, mich festzunehmen. $200? Du willst deinen leiblichen Bruder verkaufen? Glaubst du im Ernst, ich würde sowas für lausige $200 tun? Vorwärts, komm mit. Wohin? Du hast doch genau gewusst, dass ich nie auf dich schießen würde, stimmt's? Vielleicht. Wenn du doch endlich ein anständiges Leben anfangen würdest. Reite nach New Orleans, sieh zu, dass du irgendwo ein paar fleißige Mädchen findest und steige Mutters Geschäft ein. Und jetzt vorwärts, hau ab. Na los. Leb wohl, Kleiner. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich nicht. Wenn ich wirklich gewollt hätte, dann wäre ich geblieben. Meinst du? Das glaube ich nicht. Thank you.
Willkommen, Bruder. Danke. Was führt dich zu uns? Ach, eigentlich nichts Besonderes. Ich wollte mich nur verabschieden, bevor ich weiterreite. Ich will wieder nach Hause zurück. Möge der Herr dich schützen. Du warst für uns wie ein Schutzengel. Aber wenn du vielleicht doch hier bleiben willst, wir würden uns freuen. Danke. Aber ich muss wirklich weiter. Ja, ich muss weiter. Wie du meinst. Aber bevor du uns verlässt, möchte ich, dass auch Sarah und Judy dir für alles danken. Sie sind unten am Fluss. Am Fluss sind sie? Ich lasse sie sofort rufen. Nicht doch. Machen Sie keine Umstände. Ich werde die beiden schon finden. Sie werden sich bestimmt freuen. Hm. Sieh mal, wer da ist. Hallo. Komm her. Guten Tag. Na los, komm her. Ja. Das Wasser ist gar nicht kalt. Komm her. Na los. Wir schwimmen um die Wette. Steig ab. Oh, ich glaube, der ist wasserscheu. Er kommt. Dein Pferd hatten wir eigentlich nicht eingeladen. Aber mein Pferd kann schwimmen, ich nicht? Nur keine Angst, das Wasser geht nur bis da. Na schön, wenn die Sache so ist. Hey, was machst du da? Weißt du, was wir gedacht haben, als wir dich das erste Mal gesehen haben? Dass es wunderbar wäre, wenn du zu unserer Gemeinde gehören würdest. Ja, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du bei uns leben würdest, könntest du ein paar Frauen haben, die dich Tag und Nacht verwöhnen und dich sehr glücklich machen würden. Ein paar Frauen? Ja, natürlich. Zwei oder drei, wenn du willst. Weißt du nicht, dass ihr Glaube den Mormonen erlaubt, mit mehreren Frauen verheiratet zu sein? Oh. Hallo, Hu. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr die Balken da drüben noch etwas verstärkt. Gut, Bruder. Na, war das nicht schön? Ja. Hopsa. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, willst du jetzt aufbrechen? Ach, wissen Sie, Sie haben mich vorhin so nett eingeladen. Ich möchte vielleicht doch noch ein bisschen hier bleiben. Das freut mich, mein Sohn. Wir werden gern das Wenige mit dir teilen, das uns daher beschert. Mhm. Glaubst du, dass der Major uns von jetzt an zufrieden lässt? Dieser Bursch ist nicht der Typ, der so leicht aufgibt. Ich fürchte, er wird bald wieder hier aufkreuzen. Wir haben keine Angst vor ihm. Der Herr steht auf unserer Seite. Ja, aber ob euch das viel nützt, der Herr läuft leider auch ohne Revolver rum. Hört mal, ich glaube kaum, dass es euch übel nimmt, wenn ihr euch wehrt. Aber wir können doch keine Mitmenschen töten. Ach, wieso? Das sind keine Mitmenschen, sondern Bastarde. Wollt ihr etwa euer Leben lang die andere Backe hinhalten? Wir nehmen alles geduldig hin, was der Herr uns schickt. Ich wünschte, er würde uns ein paar gute Schützen schicken. Dann wäre unsere Lage wesentlich besser. Aber woher nehmen wir die? Hören Sie zu. Finden wir nicht...
Was mögen das für Leute sein, Bruder? Sie sehen ziemlich erschöpft aus. Ich würde sie für müde Wanderer halten, die einen weiten Weg hinter sich haben. Zwei Revolverhelden, die durch die Wüste geritten sind. Auch Moses und sein Volk sind durch die Wüste gezogen. Ach, aber denen saß nur der Pharao, nicht die Ranger im Nacken. Hört euch an, was sie wollen. Wenn sie frech werden, dann nehme ich sie mir vor. Sie haben doch nichts dagegen. Gib den Durstigen zu trinken, sagt die Heilige Schrift. Wenn ich nicht irre, sagt sie auch, dass man Hungernden zu essen geben soll, oder? Aber nur, wenn sie nicht die Stimme erheben. Du bist Frankie, nicht wahr? Ja. Und du, Timmy, stimmt's? Ihr sucht den Kleinen, möchte ich wetten. Weißt du zufällig, wo er ist? Sicher. Er wartet schon auf euch. Verdammt nochmal, wo habt ihr euch rumgetrieben? Hallo, was? Seit Wochen warte ich auf euch. Ich hab schon gedacht, sie hätten euch die Hälse langgezogen. Auf dem Weg hierher merkten wir, dass ein Kerl hinter uns herritt. Vorsichtshalber machten wir einen Umweg durch einen Canyon. Und wieder ist der Bursche uns gefolgt. Da mussten wir ihm ein bisschen wehtun. Und stell dir vor, der Kerl war ein Sheriff. Er wollte gar nichts von uns. Er ritt nur zufällig in der gleichen Richtung. Habt ihr ihn fertig gemacht? Oh, nur ein bisschen. Er war schon am Bein verwundet und hatte Krücken bei sich und die haben wir zerbrochen. Ja. Nanu, was hast du denn da für ein Ding auf der Brust? Ich arbeite für das Gesetz. Und jetzt hör genau zu. Ich habe eine große Sache vor. Wenn die klappt, sind wir ein für alle Mal satt. Eine Bank? Zuchtpferde. Eine fabelhafte Herde von Zuchtpferden und noch alle ohne Brandzeichen. Übrigens, wer hat euch gesagt, dass ich hier bin? Ich war so frei. Ja, das... Oh, nein. Brüderchen. Raus, oder ich? Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Bitte, hör mich an. Danke, ich habe genug. Hau ab. Kleiner, du kannst... Hast du nicht gehört, was der Boss gesagt hat? Warte doch einen Moment, ich muss dir was Wichtiges sagen. Ich habe den Major gesehen, der auf die Grenze zugeritten ist. Weißt du, was das bedeutet? Er will sich bestimmt mit diesen mexikanischen Banditen zusammentun, um die Siedler im Tal zu erledigen. Hör zu, wenn du mir gegen den Major hilfst, dann heirate ich. Was sagst du? Dann heirate ich. Wen denn? Sarah oder Judith, ich weiß noch nicht genau. Jedenfalls habe ich die Absicht, bei den Siedlern zu bleiben. Für immer. Für immer, hast du gesagt? Ja, für immer. Dann begrabe ich die Vergangenheit. Beim Leben unserer Mutter? Wenn ich nicht die reine Wahrheit sage, soll sie mit ihrem ganzen Puff verbrennen. Also gut, ich helfe dir.
Aber danach geht jeder seinen Weg. Sonst begrabe ich auch etwas und das wird nicht die Vergangenheit sein. Danke, Kleiner, du wirst es nicht bereuen. Hör zu, um mit dem Major fertig zu werden, habe ich gedacht... Moment mal, du brauchst nicht so denken. Zum Denken bin ich da. Ja, genau das habe ich doch gedacht. Komm her, Bonita. Lach dich. Hilfe! Die Gringos kommen! Der hochnäsige Gringo ist im Anmarsch. Willkommen. Setz dich zu mir. Verschwinde. Du auch. Aber Hilfe. Wie geht es meinem schlimmsten Feind? Ich möchte von jetzt an dein bester Freund sein. Aber bis gestern habt ihr noch auf uns geschossen. Hör zu, Amigo Mezcal. Wenn ihr versucht, mir meine Pferde zu stehlen, bin ich gezwungen, auf euch zu schießen. Aber wenn ihr für mich arbeitet, bin ich bereit, sie euch zu schenken. Ich gebe euch 20 Zuchthengste, wenn ihr die Mormonen aus dem Tal vertreibt. Major, für 20 Zuchthengste erobert Mezcal ganz Texas. Einverstanden. Es wird mir ein Vergnügen sein, diesen schwarzen Krähen und ihrer Brut die Hälse umzudrehen. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Da wäre nur noch eine Kleinigkeit, die mir nicht gefällt, Major. Und das wäre? Hättest du was dagegen, wenn wir die Pferde stehlen? Siehst du, wir erledigen für dich die Arbeit und du erlaubst uns, sie zu stehlen. Für Geld zu arbeiten ist für einen Banditen zu langweilig. Ich finde, etwas zu stehlen macht mehr Spaß. Jeff, Senor Mezcal hat die Erlaubnis, 20 Zuchthengste zu stehlen. Diesmal wird niemand auf euch schießen. Muy bien, hombre. Das ist ein wunderbarer Wein. Darauf wollen wir trinken. Also, wann wollen wir losschlagen? Wenn Sie es am wenigsten erwarten. Das Beste ist, du lässt sie durch einen deiner Männer beobachten, dann werden wir den Zeitpunkt festlegen. Ich werde Emiliano schicken. Der Bursche ist so geschickt, er ist imstande, unter deinen Hut zu kriechen, ohne dass du was davon merkst. Ich nehme an, dass es ungefähr 20 sein werden. Alles kampferprobte Leute. Ihr müsst also wohl oder übel schon zur Waffe greifen, wenn ihr nicht wollt, dass sie Hackfleisch aus euch machen. Unser Glaube verbietet uns jede Anwendung von Gewalt. Bildet ihr euch etwa ein, wir vier reichen aus, um mit dem Major und seiner Bande fertig zu werden? Wir werden den Herrn um einen vorübergehenden Dispens bitten. Aber seht zu, dass ihr ihn möglichst bald bekommt. Brüder, ich glaube, wir müssen uns dazu entschließen. Seid ihr alle einverstanden? Ja. Also gut. Aber wir werden uns nur verteidigen, ohne jemanden zu töten. Also, das ist doch immerhin etwas. Ja, besser als nichts. Los an die Arbeit! Was machst du, wenn dich einer mit der Rechten angreift? Du deckst dich mit der Linken und konterst ihn mit der Rechten. Komm her. Nochmal. Du deckst dich mit der Linken und konterst ihn mit der Rechten. Verstanden? Ja, Bruder. Gut, probieren wir es. Du sollst dich mit der Linken decken, nicht mit der Rechten. Habt ihr aufgepasst? Er hat eben zu spät reagiert. Wenn jemand mit einem Knüppel auf dich losgeht, was machst du dann? Was soll ich machen? Also, du duckst dich, packst den Burschen und wirfst ihn zu Boden. Kapiert? Ja, Bruder. So. Fertig? Fertig. Du hast vergessen, dich zu ducken, Junge. Pass auf, ich zeig dir's mal. Fertig? Ja, fertig. Merkt euch,
Ihr dürft nie und nirgends jemand trauen. Nicht mal eurem besten Freund. Du auch mal? Die Erfahrung ist immer die beste Lehrmeisterin. Wenn ihr in den Armen keine Kraft habt, dann benutzt ihr eben die Füße. So wie ich. Warum? So, jetzt steh auf und mach's genauso. Au! Entschuldige, aber ich möchte dich gern einen Moment sprechen. Wenn du mir einen Rat geben willst, mach den Mund gar nicht erst auf. Ich würde nur gern deine Meinung hören. Über was? Na los, red schon. Was meinst du, ob unter dem Sombrero da oben ein Spion steckt? Das halte ich für absolut möglich. Siehst du, das habe ich auch gedacht. Frankie! Was ist, Boss? Komm mal her! Vorwärts, macht allein weiter. Sieh mal unauffällig zu dem Felsen hin. Das könnte ein Spion sein. Bring ihn her. Lebendig. Mhm. Ist was nicht in Ordnung, Chef? Oh, kein Grund zur Aufregung. Da oben ist einer ein bisschen neugierig. Frankie holt ihn gerade, damit er seine Augen nicht so anstrengen muss. Der Himmel möge unseren Freund beschützen. Er soll lieber den anderen beschützen. Wer bist du? Wer hat dich hergeschickt? Emiliano ist kein Verräter, Gringo. Hm? Emiliano wird alles sagen, Gringo. Ich bin einer von Mescals Bande. Der Major ist bei uns gewesen und hat meinem Chef 20 Zuchthengste versprochen, wenn es uns gelingt, diese Krähen aus dem Tal zu vertreiben. Versuch nicht so zu tun, als ob du scharf nachdenkst, alter Fuchs. Ich weiß, was du vorhast. Du bist für mich wie ein offenes Buch. Wirklich? Mal sehen, ob du richtig gelesen hast. Du möchtest dir an Mescals Stelle die Pferde, die der Major ihm versprochen hat, holen? Habe ich recht? Du bist gar nicht so dumm. Freut mich, dass du endlich anfängst, dein Gehirn zu gebrauchen. Hör zu, Emiliano. Würdest du uns einen Gefallen tun, wenn wir dich laufen lassen, obwohl du es nicht verdienst? Claro que sí, hombre. Bravo, Emiliano. Wer da? Wer da? Ihr kommt von Mescal, um die Pferde zu stehlen. Okay. Los, bedient euch und haut ab. Eins, zwei, drei, vier. Wie war das mit den Siedlern? Sechs, muy bien. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Todos muertos. 12, 13. Was? Alle tot? Ja, alle. Frauen, Kinder, Greise. Todos muertos. 14. Auch 15, die Kinder? 16, 17. Ja, sicher. Auch die noch in den Windeln lagen.
18, 19, Madre mia, was für ein Gemetzel. Ja, etwas Blut ist geflossen. 20, 21, 22, 23, 24, halt, Moment mal, du solltest doch 25, nur 20 Pferde... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Wo ist der Sheriff? Wer sind Sie? Wer bist du? Ich? Och, ich bin Jonathan Swift, ich mache das Büro sauber. Der Sheriff ist gerade nicht da. Weißt du, wann er wiederkommt? Wann er... Tja, ich würde sagen, es kommt ganz darauf an, ob es ihm gelingt, sie zu erwischen. Wen zu erwischen? Oh, hey, drei Pferdediebe. Sind es zufällig die hier? Ja, die sind es. Genau die sind es. Hinter den Buschen ist der Herr. Die Galgenvogelgesichter vergesse ich nicht. So. Wohin sind sie? Wohin? Ja, der Sheriff hat gesagt, er nimmt an, dass sie über die Grenze sind. Ja, über die Grenze, über die Grenze. Hängen Sie die Steckbriefe draußen auf. Wird gemacht, Sheriff. Wird sofort erledigt. Hoffen wir, dass er die Kerle erwischt, dann bringe ich sie an den Galgen. Das haben Sie verdient. Aber beeilen Sie sich, sonst schießt mein Sheriff Sie einfach über den Haufen. Schluss jetzt mit der Sauferei. Sheriff! Kinder habe ich hier im Wagen untergebracht. Frankie, du achtest auf sie. Timmy, du postierst dich mit deinen Leuten hinter dem Haus. Okay. Wo ist denn Tobias? Ich habe ihn seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Ach, der ist vorhin mit ein paar Leuten runter zum Fluss. Die Herde? Was? Na Mensch, die Pferdeherde. Wo habt ihr sie versteckt? Ach so, die Pferdeherde. Ja, die haben wir in Sicherheit gebracht. Hallo, Bruder Vinzenz! Noch nichts in Sicht? Nein, Bruder Sheriff, nichts, gar nichts. Warte, doch, da kommen sie. Ja, sie kommen. Der Feind naht. Es ist soweit, macht euch fertig. Das ist der alte Jonathan. Wissen Sie, dass der Major Sie überall sucht, Sheriff? Was will er? Sein Recht, würde ich sagen. Sie haben ihm seine Pferdeherde gestohlen und er möchte, dass der Vertreter des Gesetzes ihm hilft, die Diebe zu fassen, damit er seine Pferde wiederkriegt. Da kann ich ihm kaum helfen. Das glaube ich gern. Sie wollen doch die Pferde nicht alle für sich behalten, oder? Welche Pferde? Komische Frage ist das. Die des Majors natürlich. Also deswegen bist du gekommen? Auch deswegen, aber nicht nur. Weswegen noch? Wegen eines gewissen Herrn, der heute im Büro aufgekreuzt ist. Er trug einen Stern auf der Brust und ging an zwei Krücken. Der hat vielleicht den Bauch voll Zorn gehabt. Er will unbedingt die Sträuche fassen, die ihn so zugerichtet haben. Ich habe ihn zur Grenze geschickt. Sehr gut. Sonst noch was? Nein, nein, nein. Außer, dass der Major bald hier sein wird. Danke, mein Alter. War mir ein Vergnügen. Aber ich will meinen Anteil. Den sollst du haben. Warum hast du den da mitgebracht? Es war zu gefährlich, ihn in der Stadt zu lassen, weil er den Drang hat, die Wahrheit zu sagen. Ein typischer Alkoholiker. Hier! Hier! Oh! Nehmt eure Waffen und du sorgst dafür, dass der Kerl wieder einschläft. In Ordnung, wird gemacht. Hier! Hier! Ich möchte bloß wissen, wo Tobias bleibt. Tobias? Ja, Tobias. Da kommt er ja, sieh mal. Na, endlich. Ich dachte schon, Sie hätten sich verdrückt. Nein, wir haben gearbeitet. Hart gearbeitet sogar. Was meinst du, Boss? Wollen wir nicht schnell noch ein paar Gräber ausheben, solange wir noch Zeit haben? Hm? Ein paar Gräber? Ihr wollt das Tal doch nicht in einen Friedhof verwandeln. Wie sollen wir den Major und seine Banditen denn aufhalten? Mit dem Glauben, Sheriff. Der Glaube ist eine uneinnehmbare Festung. Auch ein Zyniker wie der Major
wird es kaum fertig bringen, auf Frauen und Kinder zu schießen. Ich finde, er hat recht. Wärst du vielleicht imstande, auf Frauen und Kinder zu schießen? Also, auf Kinder könnte ich nicht. Na also, wenn du es nicht mal kannst, ist der Major noch viel weniger dazu fähig. Verdammt nochmal, was denkst du jetzt schon wieder? Du bist derjenige, der hier denkt. Und du hast mal wieder richtig gedacht in deinem Köpfchen. Hm? Hm? Also gut. Aber wenn der Trick mit dem Glauben nicht hinhaut, schwöre ich euch, dass das Tal zur Hölle wird. Sie kommen! Sie kommen! Er spielt seine letzte Karte aus. Dann wollen wir mal. Aber schön langsam. Was ist los? Wollen Sie mich nicht begrüßen, alter Freund? Auch Ihr ergebenes Schweigen wird mich nicht daran hindern, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Wollen wir noch länger unsere Zeit vertrödeln? Sei ruhig. Wir sind hier, um zu arbeiten. Seniors, das wird heute ein harter Tag für euch werden. Aber am Ende könnt ihr stolz nach Hause zurückkehren, denn zum ersten Mal in eurem Leben habt ihr euer Geld ehrlich verdient. Ihr werdet jetzt niederreißen, was diese Leute gebaut haben. Fangt mit dem Horst an. Aber macht gefälligst nicht zu viel Geschrei. Ihr wisst, ich bin etwas lärmempfindlich. Dann legt ihr Feuer an die Wagen und Zelte und jagt die Rinder in alle vier Winde. Wenn das geschehen ist, kann Senor Mezcal den Rest erledigen. Wie gefällt euch das, Bonhomme? Sie haben den Kampf verloren, Major. Auch wenn Sie jetzt noch glauben, Sie hätten gesiegt. Ich bin der Letzte, der einem anderen nicht seine eigene Meinung erlaubt. Schließlich weiß ein Gentleman, was sich gehört, sonst wäre er kein Gentleman. Jeff! Würdet ihr jetzt mit dem Haus da anfangen? Los, Jungs, macht euch an die Arbeit. Jeff? Jeff? Ja, Chef? Augenblick noch. Wartet, Jungs. Ich habe es mir überlegt. Wollen wir zuerst die Wagen und Zelte anzünden? Nein, das wäre nicht das Richtige. Dann nehmen wir uns die Kühe vor. Aber nicht doch. Was haben uns die armen Viecher getan? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was sollen wir nun wirklich machen?
Ich finde, wir sollten die Prinzipien dieser braven Menschen achten, bei denen wir zu Gast sind. Bitte legt eure Waffen ab. Was? Tu gefälligst, was ich sage. Na klar, Hombre. Es wird unseren Freund Tobias sehr glücklich machen. Er hasst Waffen. Verzeihung, Major. Sie werden doch sicher einen Grund für Ihr Verhalten haben. Einen guten Grund. Aber sicher, den habe ich, Jeff. Der Grund ist aus Blei. Bravo, dein Plan hat funktioniert. Oh, hallo, Sheriff. Das ist ein sehr peinliches Zusammentreffen. Seht ihr nun, was der Glaube alles vermag? Er kann Wunder wirken, besonders wenn er in einem Gewehrlauf steckt. Also, was haben Sie zu sagen? Im Moment nichts, aber der Fall ist noch nicht ausgestanden. Glauben Sie? Irrtum, der Fall ist ausgestanden. Das werden Sie gleich sehen. Höret die Worte Koheletz, des Sohnes Davids und Königs von Jerusalem. Nehmen Sie bitte Ihren Hut ab. Es gibt eine Zeit der Geburt und es gibt eine Zeit des Todes. Es gibt eine Zeit der Liebe und eine Zeit des Hasses. Und es gibt ein... Brüder, ihr sagt ja, es gibt auch eine Zeit des Kampfes und des Sieges. Des Sieges, Brüder! Von Sinnen, schäm dich! Ich bin ein Schatz! Ich bin ein Schatz! Ich bin ein Schatz!
Danke, Bruder. Steck dir deinen Dank an den Hut. Hol die Pferde und dann nichts mehr weg. Ja, Bruder, wir posten. Also gut, ich überlasse euch das Tal, aber gebt mir meine Pferde wieder. Welche Pferde? Die, die ihr mir gestohlen habt. Hören Sie mal, was erlauben Sie sich? Ihr seid ein paar ganz gerissene Diebe. Eins muss man dem Major lassen. Lügen tut er nicht. Ja. Major, sind Sie schon mal in Nebraska gewesen? Dort soll es wunderbare Weiden geben. Naja, vielleicht ist die Idee mit Nebraska gar nicht so übel. Hey, Major! Nach Nebraska geht es in der Richtung. Oh, vielen Dank. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Gut. Ich war gerade dabei, dem Allmächtigen zu danken, Sheriff. Ach so. Oh Herr, empfange unsere tiefste Dankbarkeit dafür, dass du den Satan aus diesem Tal verjagt hast. Hey, was? Sieh mal! Was ist denn das? Unser Brandzeichen, Bruder. Die Gesetzestafeln. Du weißt natürlich nichts davon. Naja, weißt du, ich habe mir gedacht, die Leute haben nach all der Aufregung eine kleine Entschädigung verdient und da... Und da? Dir mache ich ja keinen Vorwurf, sondern nur unsere Mutter. Ich werde ja nie verzeihen, dass sie dich nicht ertränkt hat, als du noch in die Windeln geschissen hast und sie dich gebadet hat. Aber wahrscheinlich hat sie dich nie gebadet und deswegen bist du auch der dreckige Sohn. Ärgern Sie sich nicht, Sheriff. Wie steht doch im Buch? Einen Moment. Geh zum Teufel, hörst du? Mitsamt deinen Brüdern, deinen Schwestern, deiner Bescheidenheit, deinem frommen Getue, deinen Kühen und allem anderen. Bastarde!
Kommt zum Gebet. Ja, Bruder. O Herr, zu deinem Ruhm lassen wir unseren Lobgesang erklingen. Nimm dieses verlorene Schaf in deine Herde auf, das seine Waffen voller Reue in die Flammen geworfen hat, um Werkzeuge des Friedens und der Arbeit daraus zu schmieden. Zu deinem Ruhme wird er beschnitten, auf dass er dein Gesetz respektiere. Herr, gib ihm die Kraft, einen Tempel zu bauen, in welchem deine Hymnen gesungen werden. Er wird arbeiten, bis ihm das Rückgrat bricht. Er wird diese unendlichen Felder urbar machen. Er wird säen und die Früchte seiner Arbeit ernten. Er wird Wälder roden, Häuser bauen und Vieh züchten. Und wenn er in der Abenddämmerung müde und erschöpft von der Arbeit zurückkehrt, dann wird er fröhlich und glücklich in deinen Tempel eilen, um dir Ehre zu singen, o Herr. Sei bedankt, dass du unseren neuen Bruder in deine Herde aufgenommen hast. Schenk ihm gütig dein Erbarmen und erleuchte sein armseliges Dasein mit dem Lichte deines Geistes. Amen. Amen. Ja, wo ist denn unser neuer Bruder? Ich verstehe dich nicht. Warum willst du denn nicht, dass ich mitkomme? Verschwinde, du falscher Hund, wenn du nicht willst, dass ich mich vergesse. Du bist mir ein feiner Bruder. Erinnere mich nicht daran, dass wir verwandt sind. Hör zu. Ich reite jetzt nach Westen, nach Kalifornien. Und das bedeutet, dass du nach Osten reitest. Ha! Siehe, sind Ihnen zufällig drei Männer begegnet? Jawohl, drei ganz üble Halsabschneider. Oh mein Gott. Ja, waren es vielleicht die? Ja, die waren es. Sie haben mich ausgeraubt. Sie wollten sogar meine Stiefel klauen. Aber dann haben sie kommen sehen und sind abgehauen. In welche Richtung? Nach Westen. Vielen Dank. Hier. Nach Kalifornien. Think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know that you'll be changing your mind when you see him, he's a gone boy. When you see him, he's gone.